Oh nein, jetzt da ist das Ziel, aber wie soll man da hochkommen? Einfach nur fliegen. Einfach nur wie hochfliegen. Wie fliegt man denn? Wie fliegt man denn mit dem Teil? Einfach fliegen. Yo, Leute, wir waren gerade einfach unter der Straße. Es gibt eine weitere Folge GTA mit Lars. Guten Tag. Moin, Leute. Servus. Okay, fährst du vorwärts? Komm, ich fahr dir hinterher. Oh Gott, was ist das denn? Das ist einfach so eine Schiene, die man hier lang fährt, gell? Lol. Oh, Junge. Alter, wie fährst du denn so schnell? Wie ist das denn gemacht? Alter, wo fahren wir hier? Junge, das qualmt richtig. Oh! Alter, man macht hier sogar richtige Sprünge. Drückst du vorwärts oder drückst du gar nichts? Ich drück gar nichts. Oh mein Gott, ich drück vorwärts. Ich hab dich gerade gerammt. Alter, hör auf, Roman. Roman. Oh mein Gott. Junge, was ist das? Yo, wie wir hier über diese Schienen einfach fahren. Yo, der ist ja ultra geil. Das ist gar nicht mal übel, oder? Das wie geht haben die das gemacht? Ich weiß es nicht, Mann. Aber die haben das wahrscheinlich einfach nur riesige Wände gebaut, sodass die perfekt für das Motorrad sind und man da drauf grinden kann. Und diese Booster sind in der Wand drin. Oh Gott, was passiert da? Woohoo! Oh, Junge. Okay, wie öffnet man den Fallschirm? Linksklick. Oh, du bist da unten, Mann. Oh Gott. Schaffst du es noch? Du musst dort zu dieser einen Plattform. Du schaffst es, glaube ich, noch. Aber drück nach rückwärts gehen. Wenn du auf der Tastatur spielst, dann kommst du ein bisschen höher. Kann man. Oha, ich kann sogar First Person da dran fliegen. Uiuiui. Absturz! Aua! Nein! Seit wann? Ich bin mit dem Gesicht gelandet, ich Idiot. Mit diesem Fallschirm. Ich kann so Dings, so Rauch machen. Siehst du das? Wie jetzt? Du kannst Rauch machen. Guck mich an. Tatsächlich? Hä, wie hast du das gemacht? Mit Linksklick? Mein Fuß brennt noch vor dem Motorrad. Ach so, was? Oh mein Gott. Okay. Okay, jetzt habe ich das. Okay, ich bin nicht gestorben. Da ist er! Los, lande hier! Los, Lars! Oha! Bam, Junge! So, jetzt müssen wir hier über diese Zäune da springen. Wettrennen! Howdy allerseits! Weil die heutige Karte ist sogar eigentlich wie eine echte Roblox-Obby, wie wir sie kennen. Oh, war das knapp. Gibt's hier auch so Leitern und so. Und hier muss man zu Fuß einfach ein Rennen machen. Die Regenbogentreppe ist es einfach hier. Weil Lars hat sich nämlich beschwert gehabt bei mir. Oh Junge, was meinst du, was du da für Arschmuskeln kriegst, wenn du hier hochgehst, gell? Lars hat gesagt gehabt, er möchte mal nicht mit Fahrzeugen, sondern er möchte zu Fuß das Ding mal rocken. Und jetzt schaut ihn euch an, wie ein junger Gott läuft er hier hoch. Wow! Heya! Oh mein Gott! Okay, jetzt springen wir hier über diese Platten da. Und da, guck mal, da vorne sind von so Raketen, glaube ich, die Spitzen. Das ist echt hier wie eine richtige Obby, oder? Ich glaube, hier müssen wir sogar balancieren. Hä, warum läuft deiner so cool? Meiner läuft wie so ein... Wie so ein Ninja. Komm, schnell, ich hol dich ein. Oh, oh. Warte mal, ich ändere mal meine... Oha, wenn man so Ego-Perspektive geht, ist auch voll krass, hier drüber zu laufen. Da kriegt man fast schon Oh mein Gott, ich hab mich gerade voll erschrocken. Lass, geh mal in Ego-Perspektive. Bin ich. Das ist voll krass, Mann. Also ich find's ohne Ego-Perspektive leichter. Unten sind schon so brennende Ringe. Ich find's mit Ego-Perspektive viel leichter. Mit Ego-Perspektive findest du es leichter? Nee, ich bin damit gerade einfach runtergefallen. Ich glaube, ich verschätze da meinen Fuß, meinen digitalen Fußabdruck. Wow, was ist das? Ich weiß nicht, wo ich hier hinrenne. Ich komme, ich hol dich ein. Komm, lass fangen spielen. Einfach fangen im GTA, gell? Ich fang dich. Das, was laufen wir hier eigentlich? Das sind so Riesenkissen oder sowas, gell? Ah, darum. Ja, du musst den Pfeilen immer folgen. Aber den Pfeilen, diese orangenen. Oh, da. Du kannst dir nicht vertrauen. Hab dich gefangen. Hä, aber was hast du eigentlich vorhin gemeint mit dem Laufen? Nein. Ich laufe ja eigentlich genauso wie du. Ich bin auf dem ersten Platz, ich habe dich einfach gerade überholt, gell? Du bist halt ein Sprinter. Ich bin echt ein Sprinter. Ui! Okay. Jetzt hier auf dieses Dach. Alter, wer hat da den Baum hingepflanzt, gell? Alter! Ist echt so. Warum komme ich da nicht rüber? Wie bist du da rüber? Oha, jetzt habe ich es auch geschafft. So. Renn! Oh! Was ist das hier für ein Rennen, gell? Ich weiß es nicht. Da drüber. Wir müssen über. Ich glaube, hier runter irgendwas. Alter, da sind Bowlingpins. Alter, links. Wir müssen über diese Rollen da drüber gehen. Los! Oh. Hui! Alter, was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ey. Oh. Nein, bleib stehen, Lars, ich hol dich. Komm schon. Ah, der Baum.
Vielleicht solltest du lernen, schneller zu rennen. Was? Lernen, schneller zu rennen. Bin schon wieder bei dir. Tschüssikowski und Absprung. Oh, Junge. Oh, kann man da durch? Ja, kann man. Puh. Was sind das überhaupt für Dinge? Nein, es bewegt sich. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin da einfach drin hängen geblieben. Nein! Nein! Geh weg! Ah! Wo bist du denn hingeschwungen? Das ist eine richtige Veräpplung. Alter, da warst du zu schnell unterwegs. Da wolltest du zu viel gerade. Da wolltest du zu viel. Ui! Aua! Oh nein. Oh mein Gott, das ist das Rennen des Jahrhunderts, ey. Ah, aua! Man fliegt hier die ganze Zeit einfach hin. Hier die Bäume. Nein! Oh mein Gott, ich bin so dumm. Nein, du bist bei mir. Au! Aha, du hast die Taktik noch nicht drauf. Du hast die Sprungtaktik noch nicht drauf. Aua! Kick! Nein! Jawohl! Ich hab den. Jawohl! Komm. Nein! An den Bowlingpins! Nein! Oh mein Gott, Alter. Fast tot. Wir fallen wie so. Ja, stimmt, man darf nicht sterben. Wenn du stirbst, dann bist du tot. Tot wie Brot. Ich weiß, wie man nicht hinfliegt. Wenn du nach hinten drückst, gebe ich dir mal als. Oh, nee, doch nicht. Alter. Ich hätte mir eigentlich gerade. Ich habe mir, glaube ich, gerade fast das Genick gebrochen. Ich bin gestorben, weil ich auf den Kopf gefallen bin. Ich bin auf dem Checkpoint gestorben. Du bubbelst. Doch. Ey, das ist so unfair, wirklich. Wie kann man so hart Glück haben? Ich hab dich. Oh, nein. Nein. Oh, immer wenn man aufgeregt ist, dann geht hier gar nichts, Mann. Immer wenn man aufgeregt ist. Okay, alles gut. Gott, du kriegst mich nie wieder. Alter, was ist das denn hier? Uah! Oh, was? Alter, warum fällt man denn trotzdem dahin? Ich weiß es nicht. Ich hab, wenn ich... Oh, na, was? Hä? Was? Wie hab ich denn das gerade gemacht? Ich hab manchmal Glück gehabt, wenn ich nach hinten gedrückt hab. Und nicht zu viel Anlauf genommen habe, dann landet der auf den Füßen, ja, wenn er nicht zu schnell ist. Oh nein, Lars, hier kannst du mich einholen. Das ist so eine Einholmechanik, Alter, die wir hier eingebaut haben. Alter, wie springt der denn da durch? Ist der dumm? Oh Gott, wo muss ich das denn hinbringen? Da, in die rote Kiste da rein. Alter, was? Oh nein, ich muss es schnell machen. Oh nein, nein, ich bin so dumm. Nein. Nein. Ganz vorsichtig, Roman, konzentrier dich. Nein, du bist schon da? Seit wann bist du denn da? Komm, mach jetzt den Ball da rein. Oh mein Gott. Das ist so unfair, dass sie das mit den Bällen hier eingebaut haben. Du konntest mich dadurch voll gut einholen. Normalerweise wäre ich jetzt up, up and away. Nein! Nein! Kann ich den Fallschirm zünden, ne? Hast du den Fallschirm gerade gesehen? Ja. Yeah. Lol, der springt einfach Köpfer runter. Hast du Köpfer? Oh nein, ich muss noch über Baumstämme. Geh weg. Nein. Nein! Oh nein! Alter, die sind voll glitschig! Die sind wie mit Marmelade eingeschmiert. Nein! Oha, ist richtig schwer, da drüber zu kommen. Oha, macht er den like, Lessing, oder was? Like a boss! Like a boss! So. Oha, wie hast du das denn gemacht? Ich rutsche immer ab! Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, um ehrlich zu sein. Ich hab's wieder. Du laberst. Nein, ich schaff's nicht einmal. Was machst du denn da? Hä? Wie machst du das? Ich komm da nicht durch. Aber da vorne ist Fahrrad. Nein. Oh mein Gott, das hier ist die Master Quest, Junge. Master Quest, du musst über zwei Bäume laufen. Über zwei? Ich schaff nicht mal einen. Du läufst da einfach nur so chillig rüber, gell? So, ja. Als ob da nichts wäre. Okay. Ganz easy. Oh mein easy. Gott, das ist Master Quest. Okay, easy. Okay. Nein! Ja! Du bist schon voll weit vorne! Soll ich warten? Nein, ist gar schon, nicht. Ist schon schwer. Okay, gut, dann renne ich weiter. Gas. Ich komm dir hinterher. Ich hab den Walk jetzt auch drauf. Like a boss! Mal gucken, okay. ob du den Doppelstamm schaffst. Doppelstamm! Junge, man muss hier so einen richtigen Sprint hinlegen. Sau nice. So. Ich laufe diesen Doppelstamm durch wie ein Baus. Wie ein Baus! Oh, ganz easy. Ich laufe hier okay, aber wie ein Baus durch.
Oh, mir fällt gerade auf, dass meine Aufnahme gar nicht läuft. Ha, hast du sehr gut gemacht, Lars. Aber dadurch haben wir jetzt nur eine Perspektive. Das habt ihr Lars zu verdanken. Vielen Dank. Lars ist da in 3, 2, 1. Ich bin da, Leute. Ich weiß nicht, was habe ich denn eben gemacht, bevor wir gestartet haben, Leute. Weiß ich nicht. Aber wir haben zum Glück eine Aufnahme. Jetzt habt ihr den Lars mit am Start. Oh mein Gott, ist es hier der Fahrradkreis, den wir hier zusammen fahren werden? Wir fahren hier einfach im Kreis? Oha, machst du ein Wheelies? Guck mal, ich mach Wheelie. Geht das? Wie geht denn das überhaupt in ich wollte gerade sagen in WoW, aber das ist ja GTA. Oha, muss man jetzt von mit Tronstermark musst du hier fahren. Tronstermark? Ich hol dich ein, Mann. Du musst den, wenn du die Kurve perfekt fährst, kannst du einen holen. Das ist echt Tronstermark. Alter, mit so einem Monster Truck geht's schon viel schneller. Alter! Oha. Oha. Viel Spaß, wenn du oben bist. Du musst oben Vollgas geben. Ich geb Vollgas. Genau, einfach Vollgas geben. Ich hol dich ein. Oh mein Gott, du bist runtergefallen. Oh, Kacke. Oh mein Gott, du bist runtergefallen. Oh mein Gott, ich nicht. Alter, was ist das? Wohin muss man? Oh mein Gott, ich muss da hoch. Ich kann dir jetzt zusehen, Lars. Guck mal, da bin ich. Guck mal, ich fahr dir sogar. Wo ist es da? Ich fahr mit dir. Wing, wing, wing. Oh nein, jetzt hast du auch mal dieses Fliegeding. Oh nein. Oh nein, jetzt hab ich. Das ist das Ziel, aber wie soll man da hochkommen? Einfach nur fliegen. Einfach nur hochfliegen. Wie fliegt man denn? Wie fliegt man denn mit dem Teil? Einfach fliegen. Oh mein Gott, man muss wirklich einfach nur fliegen. Ich hätte es so locker geschafft. Ach, du Kacke. Aber du bist Ach, im Ziel. Kacke. Aber du bist im Ziel, Mann. Na und? Meine werten Damen und Herren. Oha, oha, hast du auch 10.000 bekommen? Das nee, hat richtig 6. Geld gegeben. Junge. Meine werten Damen und Herren, das war geil. Das war ein cooles Rennen, gell? Das war echt lässig. Spaß gemacht. Leute, wenn euch das Rennen gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Grand Theft Auto mit Lars the Hooter Show. Haut rein. Tschüss, Leute. Denn der Lars ist ein kleiner Machen Sie's gut. Und der Baum-Champion. Leg jetzt auf, tschüss. Ich leg auf. Tudu.